So Leute, da sind wir beim nächsten Blackie Talk. Und heute geht es um die Thematik, die ihr euch schon mehrfach gewünscht habt. Selling, Reselling, Trading und ähnliches. Dazu wurde ich mehrfach gefragt, wie meine Meinung ist zu so Sachen wie Card Market. Jetzt nicht Card Market, die Firma im Speziellen, da gehen wir später noch kurz drauf ein, sondern prinzipiell um das, wie es mittlerweile geworden ist. Ich ramble da ja hin und wieder mal ganz gerne drüber und dementsprechend dachte ich, okay, es wird Zeit, euch meine Meinung mal genauer beizubringen. Und zwar ist meine Meinung most likely grumbling old man. Ich muss sagen, ich finde Card Market und alle Resell-Seiten, das ist, hier ist ja nicht nur Card Market, es gibt ja noch ganz viele andere, so MTG Stand oder so gibt es noch, habe ich festgestellt bei meinen Recherchen, was auch immer das ist, muss ich sagen, ich nutze sie ja selber, ich referiere oft dazu und gerade uns Spielern hat so eine Seite wie Card Market viel gebracht. Hier nochmal genau der Disclaimer. Ich werde von Card Market reden, ich werde von irgendwelchen Händlern reden, ich werde von Seiten reden, die ich mal besucht habe, wo ich Sachen gekauft habe und ähnliches. Hierbei geht es nicht darum, irgendwen schlecht zu machen, auf keinen Fall. Ich finde, jede Bereicherung für die Magic Community ist eine Bereicherung für uns alle. Es geht nur darum zu zeigen, dass wir eben nicht in einem Happy Little Wonderland leben, wo alles super ist und alle total glücklich sind, weil wir jetzt so Seiten wie Card Market. Gehen wir ein paar Jahre, Jahrzehnte zurück. Wie haben wir damals als Jugendliche und Kinder unsere Preise bestimmt? Wir sind hingegangen und haben uns die Karte Fakt gekauft. Kein Scherz. Das heißt, wir haben uns eine Zeitung gekauft, in der es Preise gab, die wir uns angeschaut haben. Und danach grob wussten, das ist eine ziemlich seltene Karte oder die Karte ist halt garbage und nichts wert. Das konnte sich von Monat zu Monat verschieben. Wir haben nicht verstanden, woher das kam, warum das kam. Wir haben es einfach hingenommen. Genau dasselbe hatten wir bei Cardmaster, bei Yu-Gi-Oh! Zum Beispiel. Und dabei lag zum Beispiel auch, das habe ich auch noch irgendwo, hat mein Kollege mal gezeigt, ein Heftchen zum Beispiel von dem Trader, also Trader Online, wo seine Preise mit bei waren. Mega witzig, mega cool. Und so hat man damals den Leuten erzählt, was sind eure Karten wert, für was kaufen wir eure Karten an, was könnt ihr bei uns kaufen für diesen Preis? Weil das Internet ist ähnlich wie heute für uns alle Neuland. Damals aber noch schlimmer als heute. Es gab Seiten schon online. So ist es nicht. Also auch 2006, 7, 8, 8 ungefähr, gab es schon Seiten wie Bazaar of Wonders. Die Seite hat sich seitdem nicht verändert. Die sieht immer noch super, super krass nach 1980 programmiert aus. Und es ist geil. Ich liebe es. Weil das hat schon wieder einen Nostalgiefaktor für mich. Das hat schon wieder diesen Oldschool-Faktor. Ich rufe die Seite auf und fühle mich wie auf Windows 98. Das ist der Hammer. Und die machen das bis heute, bis in den neuesten Sets. Es ist nicht so, dass der Shop irgendwie liegen gelassen wurde. Nein, der Shop wird durchgezogen. Es gab Shops schon online wie Miracle Games. Trader, ganz klar. Und in neuer Zeit fangen ja auch die ganzen anderen großen Händler an, ihre Online-Stores zu verbessern, zu relaunchen und ähnliches. JK oder auch so jemand wie Bibi Spiele. Und das ist in der heutigen Zeit halt super, super, super wichtig. Es gab damals eine zweite Möglichkeit, an Preise ranzukommen. Und zwar ist man auf Flohmärkte gegangen und hat dort versucht, irgendwie einen Händler zu finden. Ich habe da nur shady Typen kennengelernt. Wirklich shady Typen. Das waren Dinge wie, oh, du hast dort einen Jinzo aufgemacht. Nee, ein Yatagarasu war es. Ein Yatagarasu aufgemacht. In einem Booster. Hey, ich gebe dir diese 10 Booster dafür. Du hast ja noch 10-mal die Chance, wieder ein Yatagarasu aufzumachen. Das war unterirdisch. Aber davon gab es leider eine Menge. Und so haben die halt ihre Kohle gemacht. Das muss man halt auch dabei sagen. Aber darum geht's ja. Es geht ja darum, dass es sich verändert hat. Dass wir irgendwann diese mysteriöse Seite namens Card Market bekommen haben. Und sich das Landscape grundlegend geändert hat. Und das nicht immer nur zum Besten. Aber fangen wir mit der Anfangszeit an. Card Market ist gelauncht. Das war riesig. Man konnte seine eigenen Karten einstellen und wieder verkaufen. Und das nicht über eBay, was ja prinzipiell dasselbe ist, oder halt über einen Händler, wo man ja so schlechte Preise bekommen hat. Sondern man konnte eine Karte, die 100 Euro wert ist, für 100 Euro verkaufen. Minus 5% und sonst was. Und zwar direkt
eBay hatte man das Problem, vielleicht war das die Karte nur bei 60 Euro und da hat man noch 15% Gebühr abgezogen. Bei einem Händler hatte man das Problem, der zahlte einem ja nur 60 Euro oder 70. Das wollte ja niemand. Und das finde ich bis heute so interessant. Weil diese Angebote mit den 60-70% in Stores, die findet man überall. Und die sind halt auch fair. Wenn ich mir überlege, ich bin ein Händler, ich kaufe Ware an, und zwar kaufe ich dann auch den größten Schrott mit an, zahle dann 60% oder so davon. Dann habe ich 40% Marge, wovon mindestens 20% an Müll bei mir liegen bleibt. Es ist kein gutes Geschäft für den Händler, wenn er euch für 60% den Kram abkauft. Aber die Händler machen es, weil das ihr Geschäft ist. Das ist deren ihr Handwerk. Spartiaten, was ist euer Handwerk? Und im Endeffekt ist es für uns ja nur ein Vorteil, weil wir müssen uns da nicht mit dem Schrott rumschlagen. Wir haben eine Stelle, an der wir alles abgeben können. Dafür zahlen wir. Und das ist nicht das einzige Mal in unserem Leben, dass wir für Bequemlichkeit bezahlen und andere Leute sich die Bequemlichkeit der Menschen bezahlen lassen. Das ist seit jeher so. Aber aus irgendeinem Grund ist seit Card Market das ganz hart am Schwinden. Zumindest aus meiner Sicht. Ich kenne jetzt ein paar Händler, aber ich gehe natürlich nicht zu den Händlern und sage, sag mal, gib mir mal Zahlen, was ihr so einkauft. Ich fände es cool, wenn Händler mir das geben würden. Ich glaube nicht, dass sie es tun würden. Aber vielleicht sieht das irgendjemand und kann mal drunter schreiben, so hey, du hast recht, zumindest die Tendenz ist richtig oder die Tendenz ist völlig falsch, ich kaufe mehr an denn je oder ähnliches. Könnt ihr mir, vielleicht. Daumen gedrückt. Und wenn wir uns dann jetzt mal anschauen, was in Amerika los ist. Amerika hat sowas wie Card Market nicht. Dort gibt es zwar Seiten, wo man Sachen verkaufen kann, also auch sowas wie TCG Player, wo dann auch Stores ihre Displays anbieten können und. Das gibt es dort auch, aber mit einer ganz anderen Intention. Dort sind die Stores immer noch riesig, weil es eben nicht dieses Trade of Trade gibt. So langsam schwappt das darüber. Ja, gerade durch TCG Player. Aber grundsätzlich ist es so, dass dort immer noch die großen Shops dominieren und auch die kleinen Shops. Also generell Shops dominant sind. Wenn ich dort meine Karten loswerden möchte, gehe ich an einen Stand, schaue mir die Buylist an und schaue, ob ich die Karten habe, die dieser Store kaufen würde und verkaufe die dem Store. Ganz oft kann auch gesagt werden, hey, der Rest von deinem Kram, den kaufen wir nicht. Den kannst du uns schenken, wenn du möchtest, aber den nehmen wir nicht an. Eure Entscheidung. Und das ist das Interessante, weil der wirkliche Wert eurer Karte ist in dem Moment der Buylist-Preis von einem Store. Das, was ein Store euch geben würde, das ist der Preis, den ihr jederzeit, immer und überall, zu jedem Tag und Nachtzeit, wenn ihr einen Store habt, der 24/7 offen habt, verkaufen könnt, den ihr bekommen könnt. Den ihr nicht über Monate und Wochen hinweg auf irgendwelchen Online-Plattformen anbieten müsst oder auf Höchstgebot oder sonst was hoffen müsst. Sondern das ist euer jetziger Wert der Karte. Und das ist es, wie es früher auch schon lief. Und das ist heute halt anders. Card Market hat uns eine immense Vielfalt an Möglichkeiten gegeben, wie wir untereinander als Spieler tauschen können. Sind wir mal ehrlich, wir verkaufen eine Karte auf Card Market, ich lasse den Credit drauf und kaufe davon was anderes für ein Deck, was ich haben möchte. Vielleicht habe ich ein Deck aufgelöst, ich verkaufe die Karten aus dem Deck und kaufe ein anderes Deck. Diese Möglichkeit haben wir jetzt. Aber dadurch geht uns unendlich viel verloren. Zum Beispiel die Unsicherheit beim Tauschen. Wenn ich jetzt meinen weißen Drachen gegen deinen Jinzo tausche, dann hast du einen weißen Drachen. Voll toll. Im Schulhof haben das alle gemacht. Sollten sie nicht machen. Nein, auf keinen Fall. Das ist dämlich. Aber sie machen es. Und davor beschützt uns Card Market. Wir haben eine zentrale Plattform, wo man sagen kann, hey, das ist mein Preis, den ich dafür bekommen könnte. Minus 5%, dafür kriege ich ein bisschen Versand obendrauf, bla bla bla. Und das ist der Preis deiner Karte, an festen Wert. Und es ist nicht, hey, ich kaufe bei Miracle Games, deswegen ist meine Karte so und so viel wert, wenn ich die da kaufen würde. Okay, ich kaufe bei Bazaar of Wonders, deswegen ist meine Karte so und so viel wert. Nein, wir haben eine einheitliche, zentralisierte Stelle, über die wir unsere Karten verkaufen und kaufen können. Und eben
dort nachschauen können, was Leute dafür verlangen. Was bedeutet das für die Händler? Für die Händler ist das richtig ätzend. Ich glaube, ich kenne keinen Händler, der sagt, yo geil, ich darf jetzt meine Displays auf Card Market verkaufen. Selbst große Stores verkaufen die lieber ihre eigene Plattform. Weil ihre eigene Plattform haben sie keine nochmal 5% Abzüge. Zum Beispiel. Und dann hast du ja das Problem, dass die großen Stores auf einmal in Konkurrenz zueinander stehen. Dann kommt ein Games Island um die Ecke und sagt, das ist mein Preis vom Booster. Dann kommt irgendein Privathändler um die Ecke und sagt, ich habe so einen Booster unter Bett liegen. Oder so ein Display. Ich verlange 5 Euro weniger. Oder 2 Euro weniger. Ja, und irgendwann tut's dem Händler weh. In der Masse, die er verkauft. Und das ist schlecht für den Händler. Schlecht für das Spiel. Und eigentlich gar nicht mal so geil, wie wir uns das denken. Magic-Spieler sind mittlerweile dazu erzogen worden, über Social Medias und auch über Online-Plattformen zum Kaufen und auch über unseren Geldbeutel, dass wir Pfennigsfuchser werden. Bedeutet, wir müssen auf jeden Cent schauen, den wir haben. Kaufe ich mir die hübschere Version, die kostet 2 Euro mehr. Oder nehme ich für diese 2 Euro lieber noch einen, keine Ahnung, weiteren Soulring für mein nächstes Commander-Deck mit. Darauf werden wir trainiert. Das ist das, wie wir die Sachen sehen. Schnäppchenjäger liegt in uns allen. Also ich glaube, es kann sich fast niemand davon freisprechen, auf einem Flohmarkt nicht mal versucht zu haben, irgendwie Magic-Karten zu finden. Und wenn er welche gefunden hat, sie günstig zu bekommen. Einfach aus der Pfennigfuchserei heraus. Aber das ist halt nicht so cool für zum Beispiel die Stores. Jetzt sagen natürlich viele, hey, Blackie, wir wissen, du arbeitest im Fischkrieg. Das ist korrekt. Natürlich verteidigst du die Stores. Und dann sage ich, nee, ich arbeite im Fischkrieg auf Nebenjobbasis. Ich bin da nebenjobmäßig samstags am Jobben. Ich müsste das nicht. Ich mache das für den Store, weil ich den Store mag. Aber ob der Store jetzt ein Display verkauft oder nicht. Natürlich, solange ich im Job bin, muss ich mich darum kümmern und so weiter und so fort. Und ich mag ja auch meinen Chef. Aber in dem Moment geht es halt weit über meine Befugnisse hinaus. Und ich rede zu euch, wenn ich als MTG Blackside rede, als Spieler, als Mensch, der im Store arbeitet, als Sammler und als YouTuber. Und sag, viele Facetten davon sind wesentlich schlechter, als wir denken. Wir haben den Punkt erreicht, an dem Leute in ihrem Keller einen Nebenjob, ein Nebengewerbe anmelden, sich die Preise von Card Market holen, um mit 50 Cent Gewinn Displays durchzuschieben. Mit durchschieben meine ich, sie kaufen sie für, keine Ahnung, 7,50 Euro an und verkaufen sie für 8 Euro. Das klingt doch okay. Vor allem nicht reden wir ja nicht von 7,50 Euro. Wir reden von 80 Euro und 80,50 Euro. Dann klingt das schon ganz anders. Und das ist genau der Punkt, den ich so, so schwierig finde. In der heutigen Zeit, wie soll ein Store aufmachen? Ich lese ja eure Kommentare ganz viel. Und ganz viele Leute sagen, hey, Blackie, bei uns in der Gegend ist kein Local Game Store. Weil der Local Game Store in eurer Nähe in irgendeinem Keller ist und irgendeinem Typen, der irgendwie Ware weiterschiebt. Und damit versucht, im Nebenjob irgendwie Geld zu machen. Weil den juckt das Spiel nicht. Displays bei Stores sind teurer. Karten in Stores sind meistens teurer. Ihr habt dahinter eine Qualität stehen. Ihr habt dahinter eine Person stehen, die euch berät. Wenn jemand reinkommt, sich von mir beraten lässt, welche Booster er kaufen sollte, rausgeht und die auf Card Market bestellt. Ist halt uncool. Ist das schon vorgekommen? Ja. Habe ich was gesagt? Nein. Es ist aber nicht cool. Und da muss ich halt sagen, da muss man dann halt auch ein Auge für haben. Auch als Kunde. Dass man nicht mit dem Handy offen vor dem Store steht und auf Card Market guckt, welches Booster denn wie viel kostet auf Card Market. Die meisten Händler haben sich damit abgefunden. Ich finde es unterirdisch. Ich finde es richtig, richtig schlimm. Aber das ist nur meine persönliche Meinung. Bleiben wir da mal von weg. Gehen wir mal weg von dem, was der Store alles so offen nicht hat oder hat. Weil es gibt ja Vorteile, wie zum Beispiel, der Store braucht keinen Online-Shop mehr.
Wofür denn? Klar, Online-Shop bringt noch weiter Kohle rein, aber naja, braucht man nicht. Man kann ja Kartmarken nutzen. Für uns als Spieler hat das auch Vorteile. Sehr viele Vorteile. Wie gesagt, zum Beispiel, dass wir jederzeit unsere Karten online stellen können, unser Deck verkaufen können, ein neues Deck kaufen können. Dass wir beim Traden eine anständige Position haben, über die wir dann reden, wo wir sagen können, hey, wir reden über dasselbe. Das ist super. Wirklich, wirklich gut. Aber es hat auch Nachteile. Ich erinnere mich an Trades von früher, wo einfach eine Karte aus dem Ordner genommen wurde und gesagt wurde, hey, diesen Loxodon Kriegshammer finde ich super cool, magst du den nicht tauschen? Dann wurde ein Trade-Binder aufgemacht. Es wurde geschaut, hey, den gepanzerten Bramwurm möchte ich haben, wollen wir den nicht tauschen? Okay. Heute nimmt man sich Karten aus dem Ordner von dem anderen, wenn überhaupt noch Ordner da sind. Oftmals ist es ja auch so, dass noch nicht mal mehr Ordner vorhanden sind. Sondern es wirklich so ist, dass Personen auf einmal gar keine Ordner mehr dabei haben. Hier ist mein Kartenmarketname. Guck mal, was du haben möchtest. Ich bring dir das nächste Mal mit. Also das ist Worst Case. Sagen wir, wir sind beim mittleren Case. Jemand hat sogar einen Trade-Binder dabei und kommt zu einem und sagt, hey, guck mal in meinen Ordner, was möchtest du denn haben? Das Erste, was passiert, ist, Handy wird gezückt. Dann wird ein Gesamtpreis davon berechnet. Dann wird der andere Ordner aufgemacht. Dann wird dort ein Gesamtpreis berechnet. Und dann so, ja, da fehlen noch 2,50 Euro. Komm, ich finde noch was in deinem Ordner für 2,50 Euro. Und dann geht das los mit, was kostet denn die Karte? Was kostet denn die Karte? Und die, wie viel kostet die? Das ist wirklich nicht cool. Weil, wenn ich doch schon zufrieden bin mit dem Trade und eigentlich sage, von mir aus können wir den traden, warum juckelt man dann irgendwelchen 60, 70 Cent hinterher? Und das ist leider etwas, wo ich sage, das habe ich schon erlebt. Oder auch andersrum, wenn ich 60, 70 Cent oben drüber bin, dass Leute gesagt haben, dann such dir noch was aus meinem Ordner raus. Und ich wusste, wenn ich jetzt anfange, in dem Ordner zu stöbern, dauert das eine halbe Stunde. Das sind die 50 Cent nicht wert. Und das finde ich so strange. Weil wir sind mittlerweile erzogen in einer Gesellschaft, in der nur noch nach Card-Market-Werten geschaut wird. Jeder muss sich an Card-Market halten. Und Card-Markets sind europaführender Markt, was das angeht. Und es ist schön, dass wir einen europaführenden Markt haben. Lassen wir mal sowas wie Serverausfälle, zu langsam kommende neue Karten und ähnliches mal raus. Das hat personelle Gründe. Und bei der aktuellen Lage im IT-Markt kann ich das sehr gut verstehen, dass man absolut keine Leute findet. Aber selbst wenn man das beiseite lässt, es geht dadurch, also wir bekommen sehr, sehr viel dadurch. Und Card Market ist und bleibt eine super Seite. Ich bin super froh, dass wir diese Seite haben. Aber es geht auch gleichzeitig was verloren. Und ich möchte mit diesem Blackie Talk diese zwei Sachen eben etwas ansprechen. Dass die Leute wieder aware darüber werden, dass man keinen 50 Cent hinterher weinen muss. Nur weil auf Card Market die Karte gerade 50 Cent teurer ist als bei der anderen. Oder dass man eben weiß, warum Stores einem so einen schlechten Preis machen. Weil das machen sie nicht. Sie machen euch sogar noch meistens einen verdammt guten Preis. Weil sie verlieren halt Geld dabei. Selbst wenn sie die Karte so nehmen und sie eins auf eins auf Card Market stellen. Wenn sie euch nur eine Karte abkaufen. Für 100 Euro. Card Market wert 100 Euro. Das ist ja auch dieses, woran misst du das? Card Market 100 Euro. Sie kaufen sie an für 60. Stellen sie online für, wahrscheinlich dann, weil sie loswerden wollen, 95. Haben sie schon mal 5% verloren. Dann bleibt die Karte, weil es eine teure Karte ist, ein Jahr im Inventar. Und selbst wenn sie den Preis hält, was sie ja meistens nicht macht, meistens sinken sie ja, weil Leute sie loswerden wollen. Selbst wenn sie den Preis hält, bleibt das Ding im Lager liegen und verrottet. Also die Karte nicht, aber das Geld. Es ist gebundenes Kapital. Diese 100 Euro kann dieser, ihr könnt weglaufen. Ihr könnt sagen, ja, ich habe 100 Euro, ich gehe mir jetzt ein Eis davon kaufen. Und der Händler sitzt da und sagt sich, ja, ich kann mir halt jetzt kein Eis kaufen, weil ich habe keine 100 Euro. Aber das ist ja genau der Punkt. Der Händler möchte ja eigentlich ein Geschäft führen. Der möchte ja eigentlich Gewinn daran machen. Und seine Gewinnmarge sind aktuell, bei dem Beispiel, was ich gemacht habe,
35 Euro. Dann kommen nochmal 5% an Card Market weg. Sagen wir 30 Euro. 10 Euro Lagergebühren für gebundenes Kapital und ähnliches. Macht ihr vielleicht 20 Euro damit? Ich habe euch am Anfang des Videos, beziehungsweise am Anfang des Podcasts, gesagt, wenn ein Händler von euch Bulk ankauft oder halt eine Menge mehr ankauft, eine ganze Sammlung ankauft, da ist so viel Müll drin, dass der Händler nicht los wird. 20% ist sehr, sehr tief gegriffen. Heißt, der Händler macht von eurer 100 Euro Karte nur Verluste weg, die ihr mit der Sammlung die ihm damit beigegeben habt. Weil das ist ja der Vorteil bei dem Händler. Ihr könnt ihm einfach alles entgegenwerfen und sagen, hier, nimm. Und im Normalfall sagt der Händler, ja, ich nehme das, weil er es machen muss. Es ist sein Geschäft. Also er muss nicht gesetzlich und er kann auch Nein sagen, aber er will ja irgendwo Geld machen. Und das hofft er ja damit zu machen. Und das ist auch vollkommen fein. Aber wenn ich dann Leute bei mir sitzen habe und sage, oh nee, also 60%, nee, das mache ich nicht. Dann ist das so. Dann setz dich selber hin. Mach deine Briefe auf Card Market, verkauf's über Card Market oder eBay, kümmere dich darum, schreib mit deinen Kunden, bleib auf dem Balk vielleicht sitzen und verkauf's dann trotzdem für günstig Geld. Es ist so schwierig, den Personen das begreiflich zu machen, wie eine Ökonomie funktioniert seit Card Market. Davor war es relativ einfach. Das funktioniert leider nicht mehr. Der Trade funktioniert nicht mehr. Leute schieben sich nur noch ihre Online-Portfolios hin und her und sagen, hey, das ist mein MKM-Name, das ist dein MKM-Name, such dir was aus, was du haben möchtest oder kauf das bei mir und ich bringe dir das mit. Da hat nichts mehr mit Ordnern oder Traden zu tun. Das finde ich sehr, sehr schade. Und dann habe ich noch nicht von den nervigen Käufern geredet, die sowohl der Store als auch ihr als Privatperson erleben werdet. Leute, die anschreiben, sagen, hey, also wenn du die Karte 20 Euro günstiger machst, dann kaufe ich die. Leute, die eine Excellent-Karte bestellen, die Excellent-Karte kommt an und als E-Mail kriegt ihr, hey, die Karte ist aber nicht near Mint. Hast du auch nicht so bestellt, aber okay. Leute, die die Bestellung gar nicht erst annehmen. Und selbst wenn es tracked ist und man sehen kann, hey, das Ding ist seit 2 Wochen da. Annehmen weiß ich nicht, da muss ich noch auf Cardmarket gehen. Und so weiter und so fort. Leute, die einen anschreien und sagen, hey, die Karte hat einen Kratzer und du sagst, das ist gar nicht meine Karte. Hast du 4 Stück davon bei 4 Händlern bestellt? Ja. Willst du jetzt überall einen Rabatt abgreifen oder was? Und. Leute, die shady anschreiben und sagen, ey, deine Karte ist nicht angekommen. Und du weißt ganz genau anhand von einem QR-Code, den man ja haben kann auch mittlerweile auf den Marken, dass die Karte angekommen ist. Aber dir das keiner glaubt. Und. Das ist wirklich schwierig. Und dann habe ich jetzt bisher nur aus der Sicht eines Verkaufenden gesprochen. Gehen wir jetzt mal in die Sicht eines Kaufenden. Denn auch beim Kaufenden sind sehr, sehr viele unterschiedliche Aspekte. Der erste ist, die Internetseite kostet die Karte 3,50, aber für 3,20 kriege ich die auf Card Market. Seriously? Wegen 30 Cent? Okay. Leute, die ankommen und sagen, ich kaufe eine Karte, ich kaufe ein Playset und dann auf einmal nur den normalen Standardbrief statt einen Kompaktbrief nehmen. Ich verstehe bis heute nicht, warum man nicht, wenn man ein Playset kauft, gerade die 15 Cent mehr bezahlt, um eine Möglichkeit zu haben, dem Verkäufer das zu geben, einfach eine geile Verpackung zu benutzen. Statt nur irgendwie so eine Packkarte da oben drauf zu schmeißen und sagen, das war's, mir geht nicht bei 20 Gramm. Damit ärgere ich mich jedes Mal rum. Weil Leute einfach nicht diese 15 Cent bezahlen. Und wenn man dann, sagen wir, 10 Briefe verschickt, dann ist das schon 1,50 €. Dann ist fast schon ein Unterschied, ob man irgendwo im Online-Store kauft oder bei Card Market. Und dann kauft man bei Card Market, wenn man da jetzt eine Bestellung hat, auch bei 30 verschiedenen Personen. 2 davon finden die Karte nicht mehr. 5 wissen nicht, wie man verpackt. Einer schickt die verkehrte Sprache. Und jetzt sagt mir nicht, ihr könnt nicht relaten. Das könnt ihr alle. Das haben wir alle erlebt. Das sieht bei uns allen so aus.
Das ist der Vorteil, wenn man es bei einem Händler kauft. Es kommt alles aus einer Hand. Alles wird vom Verschicken nochmal geprüft. Ich kann natürlich auch beim Händler, bei CardMarket, bei einem Händler alles kaufen. Aber das machen die Leute ja nicht. Es ist meistens sogar teurer, als wenn man es bei einem Händler auf der offiziellen Seite kauft. Viele Händler schlagen einfach die 5% obendrauf, was ich großartig finde. Und dann kaufen es Leute auf einmal blind und kaufen dann auf CardMarket für 5 Euro mehr, statt in den Online-Shop zu gucken und dort 5 Euro zu sparen. Da wird dann nicht Pfennig gefuchst. Das ist so seltsam. Wir ziehen uns da eine Generation an von Spielern, die beim Kaufen auf 15 Cent anfangen, irgendwelchen Quatsch zu machen. Verkäufer, die sagen, ich unterbiete dich um 1 Cent, damit ich eher gekauft werde. Ich auch sage, dann mach das. Es ist mir egal. Aber tatsächlich ist es ja so, dass es mir eigentlich nicht egal sein sollte, weil die Pfennigfuchser, die dann eine Karte kaufen, gucken ja sogar auf den 1 Cent. Also die 2 Euro sind ja großzügig, die ich da gesagt habe. Und dann auch die Probleme. Leute, die nicht verpacken können. Eine DIN A4 Blatt zu nehmen, das zweimal zu falten, die Karte links unten in den Brief einzukleben, mit einer Hülle, mit einer Packkarte, 2 Klebestreifen, damit die Karte nicht verrutschen kann und nichts drankommen kann. Adresse auf den Umschlag, links oben noch da Absender und eine Briefmarke, auf rechts oben. Und alles ist safe. Was macht man daran falsch? Wenn es eine teure Karte ist und ihr Packkarten habt, ja, dann nehmt ihr statt Papier Pappe. Dann ist das Ganze richtig safe. Oder ein Toploader. Oder ähnliches. Aber ich habe Briefe bekommen. Einfach die Karte ohne Sleeve da reingeworfen in den Brief, ohne irgendwie eine Papier und sonst was. Und gib ihm. Wo ich mir gedacht habe, ist nicht dein Ernst. Und dann nicht in so einem kleinen C6-Umschlag. Nein, in so einem länglichen. Glaubt ihr nicht, was ich für Briefe teilweise unterirdische bekommen habe? Dann beschweren sich die Leute bei mir teilweise, wenn sie ein Playset kaufen, dass nur eine Packkarte dabei ist. Wo ich dann jedes Mal sage, ja, jetzt nimm bitte den kompletten Brief und leg den auf die Waage. Dann wirst du sehen, es sind 19,5 Gramm inklusive Briefmarke. Weil das sind nun mal die Grammzahlen. Und jetzt sag mir, was ich mit 0,5 Gramm noch da an Pappe dabei schmeißen kann. Das ist nicht mal eine Karte. Was willst du gerade von mir? Und dann sind die meistens auch still. Zumindest die überhaupt mit einem schreiben. Aber gerade sowas wie Verpackungsscheiße, man kriegt die Sprache nicht, die man haben will, der Zustand ist Müll, das passiert einem ja als Käufer regelmäßig. Gleichzeitig finden auch irgendwelche Leute, die meinen, Sachen sind nicht Near Mint, sondern Mint. Sie müssen Mint kaufen, wollen aber kein Mint kaufen, sondern nur Near Mint. Beschweren sich dann, dass es nicht Mint ist. Und verstehen den Unterschied dazu nicht. Wenn mich dann als Verkäufer mich damit rumärgern muss und als Käufer mich mit so viel Müll rumärgern muss, dann verstehe ich nicht, warum Leute nicht langsamer anfangen umzudenken und auch andere Wege in Betracht wiederziehen. Also zumindest in meinem Umkreis ist das so. Wenn ihr andere Erfahrungen habt, wenn ihr sagt, hey, ich kaufe immer noch bei irgendwelchen Online-Shops, Trader Online, BB-Spiele, JK Entertainment oder bei wem auch immer, schreibt mir das mal gerne in die Kommentare. Das interessiert mich nämlich, weil in meiner Umgebung macht das niemand mehr. Niemand kauft bei Online-Shops, weil die ja so teuer sind. Dafür hat man das halt alles aus einer Hand und sehr schnell und sehr gut und man kann sich darauf verlassen. Und man hat nicht diesen Müll. Und ich wollte diesen Blacky Talk einfach dafür nutzen, mal so meinen Unmut über das Ganze auszulassen. Wie gesagt, das ist nicht CardMarket schuld. CardMarket hat uns immens viel gebracht, abgesehen von der CardMarket Series, was großartig ist. Und ich hoffe, dass sie irgendwann wiederkommt. Auch die ganzen anderen Sachen, die es uns gebracht hat. Wie, dass wir überhaupt eine zentrale Ort haben, über das wir handeln können als Spieler. Eine Möglichkeit zu haben, überhaupt irgendwie damit umzugehen. Finde ich großartig. Es soll kein CardMarket-Bashing sein. Es ist ein Bashing für Leute, die CardMarket nutzen. Also mich auch selber. Weil ich kann mich davon ja auch nicht freisprechen. Ich bin auch schon hingegangen und habe gesagt, Karte kostet 80 Cent mehr, dann kaufe ich sie lieber bei 80 Cent weniger bei CardMarket. Habe ich auch schon gemacht. Und es ist ja nicht nur das, es sind ja auch Zubehörteile. Wo ich zum Beispiel gesehen habe, der SIP Folio, Quadrat Folio, der kostet halt auf CardMarket 20 Euro weniger. Oder 13 Euro weniger. Das ist eine Hausnummer, dann kaufe ich den auf CardMarket. Ich kann mich davon nicht freisprechen. Ich ärgere mich teilweise selber davon, wenn ich in den Trade reingehe und ich habe ja keinen Trade-Binder mehr. Und Leute kommen zu mir und sagen, hey, hier ist mein Trade-Ordner, was hast du denn anzubieten? Und ich sage,
meinen Card-Market-Namen. Hier hast du meinen Card-Market-Namen. Und das ist halt etwas, wo ich halt immer wieder auch selbst reflektiere. Viele meiner Blackie Talks sind ja tatsächlich einfach Probleme, die ich habe mit mir selber oder mit dem Spiel, die ich euch dann einfach präsentiere und mit euch darüber reden und diskutieren möchte. Deshalb ist das hier kein Angriff, es ist keine Beleidigung. Ich bin selber einer von den Leuten, die ich hier gerade ankreide und ich hoffe, ihr versteht das. Es ist genauso wenig eine Hymne, um irgendwas zu boykottieren oder irgendwas zu machen. Ich habe Random Shops genannt, ich habe, wie gesagt, Card Market nur als eine der Plattformen bezeichnet, weil es ist der Marktführer. Und ja, ich hoffe, ihr versteht das und seht das nicht als Bashing an. Ansonsten wünsche ich euch ein wunderschönes Wochenende. Wir haben immer einen Freitag. Und denkt dran, nächste Woche auf dem Command Fest könnt ihr mich treffen. Also die Leute, die was vom Command Fest hören. Also am 24. 24., 25., 26. in Frankfurt am Main, beziehungsweise im Maintal, um genau zu sein, bin ich vor Ort. Jack hat mich eingeladen, vor Ort ein Content Creator zu sein auf dieser Con, auf diesem Magic Fest. Command Fest! Oh Gott, so viele verschiedene Namen, so krass. Und dem bin ich natürlich sehr, sehr gerne nachgefolgt. Wenn ihr mich dort seht, grüßt mich, kommt zu mir hin, redet mit mir. Wenn ihr was unterschrieben haben wollt, ich nehme bestimmt mal ein Edding mit, warum auch immer man das sollte, aber das habe ich schon getan, deswegen erwähne ich es mal. Und ja, ich freue mich auf euch. Wenn ihr andere Meinungen habt wie ich, wenn ihr mir irgendwas erzählen wollt oder ähnliches, schreibt es unten in die Kommentare, schreibt es mir per Discord in den Radiographica/Gamery Discord, wo ich auch relativ aktiv bin, oder ich bin auf so vielen Discords aktiv von anderen Content Creator. Ich habe nur keinen eigenen. Dementsprechend schreibt es auf irgendeinen Discord, auf dem ihr drauf seid, wo ich auch drauf bin, und taggt mich, dann kann ich es mir durchlesen. Und ja, ansonsten, wie gesagt, unten in den Kommentaren, lieben gerne. Und am Ende, wie immer, hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat. Wenn ja, dann gebt dem Ganzen einen Daumen nach oben. Wenn ihr das per Podcast hört, bitte bewertet den Podcast. Der Podcast läuft langsam an. Es kommen immer mehr Leute, die den Podcast, also die Blackie Talks, auch als Podcast hören. Aber damit sie besser gefunden werden können, wäre es cool, wenn ihr dem Ganzen auch gute Bewertungen geben könnt. Nicht gute Werbung. Werbung könnt ihr natürlich auch machen. Freunde, Verwandte, Familie, Oma, Opa, keine Ahnung. Ich bin raus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Alex Aid. Ciao, ciao.